Ich als Freeskier bin ja am Berg vielen Gefahren ausgesetzt und ja, es gibt viele Faktoren, die eben schief gehen können. Deswegen ist es eben gerade wichtig, dass ich sicher unterwegs bin beim Reisen und da hat mich mein X1 noch immer ins Ziel gebracht. Ja, letztes Jahr hatten wir einen Wahnsinnstrip nach Amerika. In Denver angekommen, hat schon ein X1 von BMW auf uns gewartet. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich das gleiche Auto zu Hause in Deutschland auch fahre. Mit unserem X1 sind wir dann durch die eindrucksvollen Rocky Mountains direkt bis nach Aspen gefahren. Eigentlich waren wir in Aspen, um den Skifilm zu produzieren. Aber das ja, wirklich Inspirierende war eigentlich, dass ich den Anton Sponer kennenlernen durfte. Der Anton ist 80 Jahre alt, vor 50 Jahren ausgewandert nach Amerika und ist seitdem das ganze Jahr am Berg unterwegs. Und es hat einfach so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es ihm wirklich anzusehen war, mit was für einer Begeisterung der einfach noch bei der Sache ist. Wir haben die Drehzeit dann in Aspen voll ausgenutzt und sind dann unglücklicherweise auf dem Rückweg noch in den Schneesturm gekommen. Am Loveland Pass sind dann links und rechts überall Autos hängen geblieben. Die Highway Patrol musste das ein oder andere Auto sogar seitlich in den Graben schieben. Und da hatten wir zwischenzeitlich dann wirklich Angst, dass wir unseren Flug verpassen. Aber mit unserem X1 hatten wir gar keine Probleme. Und ich glaube, in dem Moment hätten sicher gerne viele mit uns getauscht. Im Endeffekt haben wir es dann wirklich rechtzeitig zum Flughafen geschafft und waren froh, dass uns BMW den X1 für diesen Trip zur Verfügung gestellt hat. Ich bin Basti Hannemann und das ist meine Geschichte.